Hallo, liebe Kinder. Heute gibt es wieder ein ganz spannendes Experiment. Diesmal zeige ich dir, wie du mit deinem Finger in ein Glas Wasser tauchen kannst, ohne dass er nass wird. So, dann lege ich jetzt mal los. Für das Experiment brauchst du ein Glas mit Wasser, einen Teelöffel gemahlenen Pfeffer. Jetzt verteilst du 4 bis 5 Teelöffel Pfeffer so auf die Wasseroberfläche. Schau, ganz wichtig ist, dass du das Glas nicht verrührst, also das Wasser nicht verrührst oder das Glas bewegst. So, jetzt kannst du deinen Finger ganz langsam in das Wasser tauchen, langsam, und dann sofort wieder rausziehen. Siehst du, mein Finger ist zwar etwas schmutzig von Pfeffer, aber es ist nicht nass. Das Experiment funktioniert, weil Wasser so etwas wie eine Haut hat. Diese Haut kannst du sehen, wenn das Wasser an Stoffe kommt, wie beispielsweise hier bei dem Pfeffer, der einfach auf der Oberfläche liegen bleibt. Diese Oberflächenspannung macht es möglich, dass beispielsweise Blätter auf dem Wasser schwimmen können. Pfeffer verstärkt diese Oberflächenspannung und dein Finger bleibt trocken. Erst bei starkem Druck, also wenn du ganz schnell deinen Finger eintauchst, reißt diese Wasserhaut und dein Finger wird nass. So, und jetzt kannst du es selbst daheim ausprobieren. Viel Spaß dabei!